Wir sind auf dem Jakobsweg, 170 Kilometer, und es hat angefangen. Ich hatte vor einem Jahr an Weihnachten diesen Bibeltext vorgelesen, dass Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem gelaufen sind, hochschwanger, 170 Kilometer. Da habe ich mir gedacht, sind wir jemals schon 170 Kilometer gegangen, gelaufen? Und dann gesagt, was würde geschehen? Wir würden die Weihnachtsgeschichte auch in 170 Kilometer erzählen und das zu fühlen, was Maria und Josef nämlich erlebt haben. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Jakobsweg. 40 Kilometer, ein Viertel Jakobsweg, come on. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Story of Christmas. Das Thema heute heißt reinen Tisch machen. Ja, weil als Josef hörte, dass Maria schwanger geworden ist durch ein Wunder, durch den Geist von Gott, hat er gedacht, oh meine Güte, wie erkläre ich das meinen Freunden? Niemand glaubt mir das. Und er wollte heimlich davon gehen, hat gedacht, wenn ich das mache, ist der Konflikt gelöst. Ja, für ihn, aber nicht für Maria. Also wir haben alle verschiedene Wege, wie wir die Konflikte lösen. Aber in anderen Worten, der Fisch muss auf den Tisch. Genau, reinen Tisch machen, um das geht es heute. Und es gibt so verschiedene Konflikttypen. Man spricht von 6 verschiedenen Konfliktstilen, oder? Genau, das eine ist zum Beispiel das Nashorn. Das Nashorn mit seinem Horn drückt und drückt und pusht und stößt, bis das Gegenüber tot ist. Und dann gibt es der Hase. Kommt ein Konflikt, er huppelt einfach davon, für ihn gelöst, aber der Konflikt ist immer noch da. Oder zum Beispiel die Schildkröte. Die bleibt einfach stehen, zieht den Kopf ein und wartet, bis das Unglück vorüber ist. Und dann gibt es den Gorilla. Wenn du in sein Gebiet reinkommst, du bist tot und er lebt noch. Er weiß ganz genau, wie kann man was sagen oder braucht Fäuste, wird wütend, wird zornig und er gewinnt und du verlierst. Oder die Schlange, die ist ganz hinterlistig, die schlängelt sich an und die hört vielleicht zu, aber dann hat sie eine Giftspritze und macht dich damit tot. Also ein Wort und boom, du bist tot. Dann gibt es aber die Katze. Die Katze, die ist da, die knurrt. Sieht so harmlos aus oder kuschelt sich an den anderen. Und ihr Stil ist zu manipulieren. Sie weiß ganz genau, wie sie zu verhalten, um Recht zu bekommen. Und wenn man sich diese 6 Stile anschaut, ist dann die Frage, welchen Stil würdest du sagen, bist mehr du? Susanne, welchen Stil bist du, Konfliktstile? Ja, wenn ich es mir so überlege, dann bin ich wahrscheinlich am ehesten die Schildkröte. Ich bleibe einfach stehen und ich ziehe den Kopf ein. Ich versuche alles irgendwie nicht zu hören und warte, bis der Konflikt vorüber ist. Ist mega angenehm, weil ich habe immer recht. Und was ist denn dein Stil? Ja, ich bin mehr der Hase. Ich habe nicht gerne Konflikte, weil es ist so negativ und so, es zerstört die Stimmung. Also wenn jetzt ich merke, du kommst und sagst was, ich schaue dir zu, hopple, weg wie ein Hase, für mich gelöst und eigentlich ist gar nichts gelöst.
und du steckst den Kopf ein und dann nach 3 Wochen ist alles wieder gut. Also du merkst, mit diesen 2 Stielen ist noch gar nichts gelöst. Und was wäre die Alternative, wie diese 6 Stiele lernen können, Konflikte zu lösen? Ja, zum Beispiel du als Hase. Was hast du denn gelernt in den 30 Jahren? Es bedeutet für mich, ich muss lernen, wenn ein Konflikt da ist, nicht davon zu hoppeln, einfach diese Stimmung auszuhalten. Und ich merke, das ist gar nicht so einfach, weil es ist keine gute Stimmung, aber ich darf nicht mehr davon hoppeln, sondern ich sage, ich bleibe stehen und ich schaue dem Konflikt mal in die Augen. Und ich als Schildkröte, ich musste lernen, den Kopf nicht sofort einzuziehen, sondern mich dieser Auseinandersetzung zu stellen. Und ich habe gelernt, dass in den letzten 30 Jahren, dass wir eigentlich dazu da sind, aneinander zu wachsen. Weil es war ja sehr einfach, Konflikt aus dem Weg und warten, bis alles vorüber ist. Aber es geht im Leben darum, dass wir nicht einfach nur stark sind, weil wir keine Unterschiede haben, sondern dass wir stark sind, weil wir gerade die Unterschiede auf den Tisch legen und damit aneinander wachsen und reifen. Und bist du ein Gorilla, dann denk dran, wenn du gewinnst und die andere Person verliert, haben beide verloren. Das heißt einfach, bleib stehen und lass es zu, dass jemand auch in dein Gebiet reinkommt und höre einfach zu. Ja, und die Katze? Die muss lernen, nichts zu manipulieren, sondern einfach zu sagen, okay, sag mir einfach in das Gesicht, was kann ich lernen? Und dann die Schlange. Die Schlange, die muss einfach lernen, ihre Zunge im Griff zu halten und nicht immer diese spitzen Bemerkungen zu machen. Die können ein Wort sagen und du sagst dieses eine Wort eben nicht mehr und das ist gar nicht so einfach. Und dann gibt es ja noch das Nashorn. Das Nashorn, ja genau. Es geht darum, dass es nicht einen Gewinner gibt und einen Verlierer, wie du gesagt hast, eigentlich sehr ähnlich wie beim Gorilla. Genau. Mir haben diese 6 Stile geholfen zu überlegen, welchen Stil habe ich und was ist die Schattenseite und wie kann ich lernen, mit der Hilfe von Gott nicht einfach davon zu springen. Ich bleibe stehen und ich sage dieses eine Wort nicht und ich kämpfe nicht, weil Josef wollte einfach davon gehen. Mit dem hast du gar nichts gelöst. Also stelle dich deinem Konflikt und bitte Gott, aus dem Konflikt etwas Gutes wenden zu lassen. Und dann sind beide am Ende gesegnet.